Lord Voldemort war seinerzeit der unumstritten mächtigste dunkle Zauberer der Welt. Und neben Albus Dumbledore wohl auch allgemein der begabteste Magieanwender, den die Wizarding World je gesehen hat. Doch vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum Voldemort eigentlich derart mächtig sein konnte. Denn im Gegensatz zu Star Wars, wo sich die Macht einer Person unter anderem durch den sogenannten Midichlorianer-Wert messen ließ, gibt es innerhalb der Wizarding World keine derartigen Messwerte. Was war es also, dass Tom Riddle ein derartiges Potenzial verlieh, so gut wie jeden Gegner, der sich wagte, ihm in den Weg zu stellen, den gar auszumachen? Genau dieser Frage werden wir heute genauer auf den Grund gehen. Bleibt also unbedingt dran und viel Spaß mit diesem Video. Voldemorts Leben begann genauso trostlos, wie es endete. Er wurde am 31. Dezember 1926 von seiner Mutter Mirabe Gaunt geboren, die kurz darauf verstarb. Einen richtigen Vater hatte Tom nicht, also nicht direkt zumindest. Er ging nämlich aus einer Verbindung seiner Mutter Mirabe und dem Muggel Tom Riddle Senior hervor, welche jedoch nicht auf gemeinsame, wahre Liebe, sondern auf einen Zaubertrank zurückzuführen war. Mirabe war unsterblich verliebt in ihn, wusste aber gleichzeitig, dass Tom Riddle Senior niemals Interesse für sie haben würde. Einerseits, weil sie selbst nicht sonderlich attraktiv war, andererseits, weil er bereits einer anderen Frau versprochen war. Mirabe nutzte also einen Liebestrank, um ihn gefügig zu machen. Beide kamen zusammen und zeugten im Laufe der Zeit ein Kind, welches Mirabe nach ihm, sprich Tom Riddle, benannte. Was das alles mit Voldemorts Macht zu tun hat, fragt ihr euch? Nun tatsächlich einiges. Denn bedingt durch den Liebestrank und einige anderer Faktoren, wie beispielsweise, dass seine Mutter Mirabe aus einer Inzuchtlinie entstammte, konnte der junge Tom Riddle selbst keine Form der Liebe empfinden. Und tatsächlich hatte dieser Aspekt einen für ihn positiven Einfluss auf seine Macht. Denn durch sein Unvermögen, Liebe und Zuneigung zu verspüren, konzentrierte sich Voldemort gänzlich auf sich selbst und seine Bestreben, welche in erster Linie mit seiner Machtergreifung einhergingen. Er verbrauchte niemals Energie in irgendwelche romantischen oder freundschaftlichen Beziehungen, außer diese Beziehung erfüllte den Zweck, neue Anhänger zu rekrutieren. Was natürlich auch keinen zwischenmenschlichen Grund hatte, sondern einzig und allein auf die Stärkung seiner Position und Macht zurückzuführen war. Während, ich sag mal, normale Menschen viel Zeit damit verbrachten, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen, Partnerschaften einzugehen und womöglich eine Familie zu gründen, beschäftigte sich der junge Tom Riddle mit der Erweiterung und dem Ausbau seiner Fähigkeiten, was ihm natürlich einen großen Vorsprung seinen Mitschülern gegenüber ermöglichte. Man könnte also sagen, dass dieser Faktor sowohl angeboren ist, als auch mit autodidaktischem Wissen und Fähigkeiten zusammenhängt. Denn natürlich ist die Tatsache, dass Voldemort keine Liebe empfinden konnte, nur indirekt Auslöser seiner Macht. Ein weiterer Grund für Voldemorts außerordentliche Macht ist natürlich auch sein angeborenes Talent. Denn natürlich war dieses von Zauberer zu Zauberer unterschiedlich veranlagt. Genauso wie bei uns in Sachen Intelligenz. Manche sind von Natur aus ziemlich clever, andere müssen sehr viel lernen und fleißig sein, um ein ähnliches Niveau zu erreichen. Voldemorts Veranlagung war von Grund auf sehr vielversprechend. Er entstammte einer sehr bekannten reinblütigen Familie, den Gaunts. Diese brachten herausragende Hexen und Zauberer hervor, wie beispielsweise Gormalai Gaunt, die einst fast im Alleingang die Ilvermorny Zauberschule gestürzt hätte. Außerdem hatte die Gaunt-Familie einen der größten Zauberer seiner Zeit als Ursprung, womit ich niemand geringeren als den Hogwarts-Gründer Salazar Slytherin meine. Tom Riddle schien das Glück gehabt zu haben, dass sich diese mächtigen Gene seiner Vorfahren in ihm besonders manifestierten und eine Grundlage für seine spätere Macht bildeten. Durch verschiedenste Beispiele der Wizarding World wissen wir nämlich, dass Fleiß und Motivation zwar viel Potenzial in einem Zauberer wecken kann, doch hatten diese erlernten Fähigkeiten durchaus ihre natürlichen Grenzen. Hermine beispielsweise war die wohl fleißigste Schülerin, die Hogwarts je gesehen hat. Und trotzdem erreichte sie nie, auch nur ansatzweise, das Potenzial des Dunklen Lords. Auch wenn sie natürlich trotzdem ziemlich begabt im Umgang mit Magie war. Im Gegensatz dazu steht vielleicht Neville Longbottom, der sich gerade in seinen ersten Jahren, was Schule und magisches Talent anbelangt, noch ziemlich stümperhaft anstellte. In Hinblick darauf, dass seine Eltern sehr versierte und mächtige Auroren waren, entwickelte sich Neville gegen Ende der Schulzeit nichtsdestotrotz in einen ebenso begabten Zauberer. Und ich denke, dass seine Abstammung durchaus einen großen Faktor für seine Fähigkeiten war.
Voldemort jedoch verband diese beiden Aspekte auf nie dagewesene Weise miteinander. Er hatte mächtige Vorfahren und damit Gene und fokussierte sich während seiner Hogwarts-Zeit sowie darüber hinaus fast ausschließlich auf die Optimierung seiner Fähigkeiten, der dunklen Künste und der Erweiterung seiner Macht, in welcher Form auch immer. Doch kommen wir nochmal kurz zurück auf Voldemorts Unvermögen, Liebe zu empfinden. Denn es war nicht nur der Faktor, dass er dadurch bedingt keine Beziehungen einging und damit mehr Konzentration auf sich selbst legen konnte. Auch die Herangehensweise seiner Praktiken wurde durch sein emotionales Unvermögen sehr beeinflusst. Da Voldemort gänzlich empathielos war, hatte er auch absolut keinen Skrupel, sich mit den finstersten und gefährlichsten Flüchen und Zaubern auseinanderzusetzen bzw. diese zu lernen. Während normale Zauberer und Hexen beispielsweise einen weiten Bogen um die Horcruxe machten, sah er es als Chance, sein Leben dauerhaft zu erhalten. Ob er dafür andere Menschen ermorden musste, war ihm wohl herzlich egal. Und dieser Aspekt galt auch für viele andere magische Abgründe, die Voldemort erforschte. Es fehlte ihm schlicht und ergreifend der moralische Kompass, der ihm sagte, dass er es besser gut bleiben lassen sollte. Dass er sich nicht mit solchen Dingen beschäftigen sollte und womöglich sehr viel Leid damit erzeugen könnte. Der einzige Kompass, den Voldemort in sich barg, war der, der ihm sagte, ob etwas für ihn Gewinnbringendes dabei rumkommen würde oder nicht. Er bewertete sein Tun nicht aus dem moralischen Blickwinkel, sondern immer nur danach, was seine Fähigkeiten optimieren würde, ungeachtet der Abgründe, in die er sich dadurch begab. Dumbledore selbst zum Beispiel machte ab einem gewissen Alter einen großen Bogen um derartige dunkle Künste. Denn obwohl er in jungen Jahren zusammen mit Gellert Grindelwald ähnliche Studien wie Voldemort erforschte, hinderte ihn sein moralischer Kompass daran, diesen Weg weiterzugehen. Dadurch ließ Dumbledore natürlich einige besondere Fähigkeiten bewusst links liegen, während Voldemort sich diesen gänzlich hingab. Im Großen und Ganzen war die Person Tom Riddle, aka Voldemort, das personifizierte Böse. Er entstammte mächtigen Vorfahren, sagte sich los von emotionalen Bindungen und legte seinen gesamten Fokus auf die eigene Selbstoptimierung, die ihn bis in die dunkelsten magischen Abgründe führte. Sein gesamtes Leben war auf die zwei Bestrebungen gerichtet, sein Leben zu erhalten und die magische Welt zu unterwerfen, sprich zum mächtigsten Zauberer der Welt zu werden. Diese Aspekte machten aus Voldemort den gefährlichsten, mächtigsten und dunkelsten Zauberer der Geschichte und waren Ursprung vieler weiterer Umstände, die Voldemorts Macht noch weiter beflügelten. Dazu zählt beispielsweise seine Horcrux-Herstellung, sein bösartiges Regime, welches auf Angst und Terror basierte, und auch seine Fähigkeit, mit Schlangen zu sprechen, wodurch er für gewisse Zeit die Kontrolle eines der gefährlichsten Tierwesen überhaupt erlangte. Natürlich gab es noch einige andere Nebenaspekte, die Voldemorts Macht vergrößerten, doch auch diese fußen meiner Meinung nach stets auf den hier im Video genannten Ursachen, die das Fundament für die Macht Voldemorts legten. Doch was ist deine Meinung zum heutigen Thema? Hast du eventuell noch ergänzende Aspekte, die ich in diesem Video vergessen habe? Dann schreib mir diese unbedingt mal in die Kommentare. Gerne natürlich auch Lob, Kritik oder Anregungen. Damit würdest du mir und meinem Kanal sehr weiterhelfen. Genauso weiterhelfen würdest du mir natürlich mit einem Daumen nach oben und einem Abo auf meinem Logo. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.